In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind wir wohl bekannt. Doch stell dir vor, was sich soeben unter unserem Haus gebrannt. Ein Brief von unseren Nachbarn darin steht, wir müssen raus. Hey, hey, hey! Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und tatsächlich doch zwei Männer sind. Hat man sich letztens dort getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, zieht sie hier aus. Hey, hey, hey! Denn eine schwule Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Sie haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nie für sich behalten kann. Und die vom Erdgeschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. Hey, hey, hey! Auch diese Gelder, seine Tochter schlägt mit für die Serienmärsche aus. Und dann die Dicke, die den Hut verwöhnt, jedoch wie ein Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der vom ersten Stock erschallt die ganze Zeit zum Fenster raus. Hey, hey, hey! Und er zeigt jeden an, der mal falsch parkt vor diesem ehrenwerten Haus. Der geile Dorfbuhan, der steckt mich jedes Mal im Mord und schamlos an. Wenn die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einzig kam. Und die von oben in der Gastbahn kommt, sie ziegen Schlagbock aus. Hey, hey, hey. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt ich nicht länger aus. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen vor aus diesem ehrenwerten Haus. Schön, dass Sie, dass ihr alle hier mit uns den Auftakt in den Christopher Street Day dieses Jahres feiert. Ich sehe ganz, ganz viele bekannte Gesichter. Ich sehe heterosexuelle Menschen. Wo sind sie? Ja, das kleine Outing für den Start. Ich sehe aber auch Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle habe ich jetzt leider noch nicht gesehen. Aber ein I haben wir in LSBTIQ auch. Und wir haben natürlich auch queere Menschen hier. Wo seid ihr alle? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben junge, alte, dicke, große, schlanke, junge. Wir haben ganz unterschiedliche Menschen heute hier und wir sind über jede und jeden Einzelnen sehr, sehr dankbar, denn ihr zeigt ein ganz, ganz wichtiges Symbol, ihr zeigt Flagge. Ihr seid heute hier beim CSD, das ist nicht irgendeine Veranstaltung, das ist nicht irgendein Neujahrsempfang, sondern es ist der Auftakt in die Festivalwochen. Monate kann man ja fast schon sagen. Eigentlich ist das ganze Jahr CSD in Stuttgart, oder? Wir sind irgendwie immer und überall präsent. Und genau so soll das ja auch sein. Beim CSD gilt aber natürlich, dass wir als politische Veranstaltung auch immer sehr froh sind, wenn Menschen aus der Gesellschaft Flagge zeigen, die in Amt und Würden unterwegs sind. Und da ist eine der Hauptpersonen heute Abend natürlich die Schirmfrau des vergangenen CSD. Liebe Gabriele Arnold, schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du auch deinen Mann mitgebracht hast. Wir hören uns gleich. Ja, liebe Menschen, die heute Abend hier zusammen feiern und zurückblicken und vorausschauen. Ich freue mich sehr, dass ich als Schirmherrin des vergangenen Jahres heute Abend hier sein darf und auch noch einmal reden darf, ehe ich den Stab an meinen Nachfolger oder Nachfolgerin, das ist ja noch ein großes Geheimnis, übergeben darf. Zunächst einmal möchte ich Ihnen und euch sagen, dass ich sehr gerne die
Aufgabe der Schirmfrau wahrgenommen habe. Und das hat viele Gründe und einige davon möchte ich nennen. Und als erstes möchte ich nennen, dass ich durch diese Schirmfrauschaft unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt habe und Zugang in eure Community gekriegt habe, was für mich sonst als Kirchenfrau wahrscheinlich gar nicht so einfach wäre. Ich sage nur, dass ich unglaublich stolz bin, dass ich jetzt einen Straßenbahnfahrer der SSB persönlich kenne und immer gucke, ob der Marco die Straßenbahn fährt, in die ich einsteige. Und ich hatte natürlich durch die Teilnahme an Podien, an Empfängen beim CSD-Gottesdienst auch sehr interessante Gespräche. Und ich war bei tollen und super gelungenen Veranstaltungen dabei. Unvergessen ist mir die Gala und die Gala 2018 steht auch schon in meinem Kalender. Bei der Gala habe ich eine für mich sehr berührende Erfahrung gemacht. Denn der Chris hat da genau das gleiche Spiel gespielt wie eben gerade. Wer ist denn hier Lesbe und schwul und trans und so weiter? Und es war schon zu vorgerückter Stunde. Und es waren nicht mehr so schrecklich viele Heteros da. Und trotzdem wurden wir saßen ja nebeneinander, ganz mit ganz herzlichem Applaus bedacht. Und das war nochmal ein eigener Perspektivwechsel, auch für meine Schwiegertochter, die mit dabei war, meine Mitarbeiterin und ihr Mann. Wir waren in der Minderheit, wir haben uns da auf dem Heimweg drüber ausgetauscht, aber wir gehörten dazu und waren hoch willkommen. So stelle ich mir Vielfalt vor. Perspektivwechseln. Ich habe im Rahmen des CSDs auch, und auch das gehört zu den ganz beglückenden Erfahrungen, so viele Geschichten gehört von so vielen Menschen aus der Community. Liebesgeschichten, Leidensgeschichten, Verletzungsgeschichten, Hoffnungsgeschichten. Und insofern war diese Schirmfrauschaft für mich fast so wie mein eigentlicher Beruf ein normales Pfarramt. Denn auch da geht es ja darum, zuzuhören, was Menschen zu erzählen haben und durchs Zuhören zu helfen und manchmal vielleicht auch zu heilen. Und das ist mir wichtig, es hier zu sagen, ich konnte vieles von dem, was ich von Ihnen und euch gehört habe, auch hineintragen in meine Kirche. Und auch dort wurde es gehört. Die Übernahme der Schirmfrauschaft war ja nicht unumstritten. Das ist kein Geheimnis. Es war in der Community nicht unumstritten, ausgerechnet eine Kirchenfrau. Und es war natürlich auch in unserer württembergischen Landeskirche nicht unumstritten. Aber die Übernahme der Schirmfrauschaft hat in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Stadt Stuttgart und in der Community einen regen Diskussionsprozess angestoßen und in Gang gesetzt. Dabei ist es manchmal ziemlich heiß hergegangen. Und ich möchte mich deshalb an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei euch für all eure Solidarität und Unterstützung bedanken. Das hat mir gut getan. Ich möchte aber auch sagen, dass ich auch aus der Reihe meiner Kirche viel Unterstützung bekommen habe. Ja, und das wird manche von Ihnen und euch wundern, sogar aus den Reihen der Stiftsgemeinde, in der ich regelmäßig Gottesdienst halte. Auch hier wurde heiß debattiert und es gab Unterstützung, es gab natürlich auch Kritik. Das will ich nicht unterschlagen, ich will hier niemand vereinnehmen. Eine bittere Erfahrung aus der Stiftskirchengemeinde möchte ich an dieser Stelle aber nicht verschweigen. Am Sonntag nach der Parade im Rahmen der Hockeze
wurden die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes, als sie durch den Hauptausgang die Kirche verlassen wollten, mit einem Plakat und einem Stand konfrontiert und auf dem Plakat stand: Ficken ist besser als beten. Abgesehen davon, dass dieser Spruch ziemlich niveaulos ist und beschränkt, haben das doch viele Gemeinde... Man sollte das jedenfalls nicht gegeneinander ausspielen. Aber viele Gemeindeglieder, und zwar vor allem die, die mich unterstützt haben und die auch für mich ihren Kopf hingehalten haben in diesen Debatten, die hat das sehr gekränkt und das kann ich verstehen. Zum Perspektivwechsel gehört es meines Erachtens auch, sich in die Perspektive von Christen zu versetzen, die eben aus dem Gottesdienst kommen. Also Perspektivwechsel bleibt weiterhin nötig. Das Motto von 2017 ist nicht erledigt. Perspektivwechsel, damit wir alle in all unserer Verschiedenheit miteinander leben können und es miteinander aushalten. Und eigentlich glaube ich, dass meine Kirche ein Vorreiter, eine Vorreiterin ist im Miteinander aushalten und miteinander leben. Denn meines Erachtens gibt es keine gesellschaftliche Gruppe dieser Größe, die in sich selbst so verschieden und bunt ist wie die Kirche. Da gibt es Linke und Rechte, Alte und Junge, Bach-Liebhaberinnen und AC/DC-Fans, Homos und Heteros, Einheimische und Geflohene, Reiche und Arme, Nägelkauer und Smokingträger, Veganerinnen und Fleischfresser, Jäger und Tierschützer, Machos und Feministinnen. Und die alle beieinander zu halten und es miteinander auszuhalten, das können Sie sich vorstellen, ist nicht immer so einfach. Aber auch die Kirche ist eine lernende Organisation oder sagen wir es mal ein bisschen frömmer, wir lernen miteinander zu leben, weil wir anerkennen, dass der liebe Gott uns ebenso verschieden gemacht hat. Wie schwer es allerdings ist, es miteinander auszuhalten und auch dazu möchte ich heute Abend etwas sagen, haben wir im Herbst gesehen bei der Tagung der Landessynode, unserem Kirchenparlament. Mit großer Spannung wurde auch hier in der Community erwartet, ob in unserer Landeskirche eine Mehrheit möglich ist, die einen Gottesdienst zulässt, in der Lesben und Schwule, die verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, gesegnet werden. Die erforderliche Mehrheit wurde ganz knapp verfehlt. Ich finde aber, es ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen oder zu resignieren, im Gegenteil. Seitdem ist nämlich unglaublich viel passiert. Noch nie wurde in unserer Kirche so breit und auf so vielen Ebenen und so offen miteinander diskutiert und gestritten über das Thema Segnung und überhaupt über das Verhältnis der Kirche zu Menschen der LSBTTIQ. Ich möchte drei Beispiele nennen. In einer Stellungnahme haben sich über 80% der Dekane und 90% der Schuldekane und Dekaninnen für eine Segnung ausgesprochen. Für die keine Insider bei Kirchen sind, Dekane und Dekaninnen sind die mittlere Führungsebene bei uns. Ja? Und es gibt ganz viele Kirchengemeinden, die Briefe an den Oberkirchenrat schreiben und ihren Unmut äußern. Es gibt an der Uni Tübingen einen Zusammenschluss von Theologiestudierenden. Die sind nicht alle homosexuell, sondern die meisten von denen sind Heteros. Die sagen, das ist unsere Sache, hierfür zu kämpfen. Die haben zum Beispiel diesen kleinen Button produziert mit einem Kreuz in Regenbogenfarben. Und die Initiative Regenbogen, das ist ein Zusammenschluss von Gemeinden, die sich gegründet haben und die sagen, ich zitiere das, wir sind offen für Lesben und Schwule in unserer Gemeinde, für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, für Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit ihrer Partnerin, ihrem Partner im Pfarrhaus leben wollen. Für uns ist es selbstverständlich, dass Lesben und Schwule zur Kirchengemeinde gehören.
Menschen unterschiedlicher Lebensformen und sexueller Identitäten sind willkommen. Die Zahl dieser Gemeinden, die das bekennen, steigt sprunghaft an. Im Herbst vor der Synodalentscheidung waren es 21 Gemeinden. Heute, und dazwischen liegt Weihnachten und die Weihnachtsferien, sind es 41. Also es tut sich etwas. Der Perspektivwechsel greift um sich und kommt an der Basis an. Sicherlich gab und gibt es Menschen aus der Community, die sich nach der Entscheidung der Landessynode endgültig von der Kirche abgewandt haben. Ich kann das verstehen, aber ich kann euch nur bitten, wirklich bitten, tut das nicht. Tretet nicht aus, sondern tretet ein. Zeigt, dass ihr da seid und helft mit, dass in unserer Landeskirche Wirklichkeit wird, was wir uns wünschen. Perspektivwechsel ein letztes. Ich habe die Schirmfrauschaft auch deswegen übernommen, weil ich zeigen wollte, dass aus Gottes Perspektive es keinen Ausschluss, keine Diskriminierung, sondern nur Anerkennung und Einschluss gibt. Seine Freundlichkeit und seine Liebe gilt allen Menschen vollkommen unterschiedslos. Und wir alle leben von dieser Liebe und deswegen können wir ungebrochen heiter, freundlich und voller Hoffnung sein. Wenn das deutlich geworden ist, dann habe ich aus meiner Perspektive sehr viel erreicht und übergebe euch getrost den Stab. Und ich habe zwei Dinge mitgebracht für eure weitere Reise. Solche Schnürsenkel in Regenbogenfarben, damit ihr immer schnell zu Fuß unterwegs seid. Und schweren Herzens reiße ich mir meinen Lieblingskoffer aus dem Haus und von der Seele, aber er ist so schön bunt und er passt so zu euch. Und ich glaube, ihr könnt buntes Gepäck gebrauchen. Alles Gute. Wir freuen uns, dass wir heute zum allerersten Mal, das gab es noch nie, eine Premiere beim CSD Stuttgart, beim Neujahrsempfang, dass wir eine Staffelübergabe auf die Beine stellen können. Gabriele Arnold als Schirmfrau des Jahres 2017 und, ich sage es ganz einfach frei raus, Judith Skudelny, Mitglied des Bundestags für die FDP, hier Stuttgarter Entsendung in das höchste Gremium im Land, ist die Schirmfrau des diesjährigen Christopher Street Day. Schön, dass Sie da sind, liebe Frau Skudelny. Kommen Sie nach oben. Judith Skudelny ist Gemeinderätin in Leinfelden-Echterdingen, ist die Generalsekretärin der FDP in Baden-Württemberg und ist auch wieder im Bundestag, eine Legislatur aufgrund der Familienplanung ausgesetzt und jetzt wieder dabei. Von daher freuen wir uns sehr, dass wir hier eine Stimme haben und sie wird auch gleich die Stimme erheben und das Amt offiziell entgegennehmen. Ist für uns eine ganz, ganz große Ehre, dass das jetzt hier auch so on the flow geht. Wir freuen uns sehr, dass Sie die Schirmherrschaft übernehmen. Wir freuen uns, dass wir nach dem Comeback im Bundestag der FDP jetzt tatsächlich auch nochmal die Positionen uns genau anschauen können. Da habe ich in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel Positives gehört. Anträge, die gestellt werden. Natürlich ist es als Oppositionspartei, das müssen wir natürlich auch fairerweise dazu sagen, einfacher. Aber das tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch. Wir freuen uns über starke Stimmen, wenn es dazu noch weibliche Stimmen in Berlin sind, umso besser. Gar keine Frage, das freut uns natürlich. Und eben auch Ihre Vernetzung als Gemeinderätin in Leinfelden-Echterdingen. Auf Landesebene, wo wir tatsächlich auch mit der FDP tatsächlich sprechen müssen, da haben wir in der Vergangenheit, das wollen wir nicht verhehlen bei einer Schirmherrschaft, bei Abstimmungen durchaus schwierige Positionen gesehen. Die Schirmherrschaft bietet die Möglichkeit, darüber zu sprechen und zu diskutieren und vor allem auch auf Bundestagsebene. Aber genug der Worte meinerseits. Wir freuen uns, dass Sie die Schirmfrau des CSD 2018 sind. Judith Skudelny.
zunächst einmal möchte ich mich bedanken. Frau Arnold, vielen Dank für die Rede, für das, was Sie im letzten Jahr gemacht haben. Das macht es mir ziemlich schwer. Tatsächlich haben Sie große Fußstapfen hinterlassen, was den Perspektivwechsel betrifft, was das gemeinsame Miteinander betrifft. Und das ist ja genau das, was eine Herausforderung für mich sein wird, in diese Fußstapfen reinzutreten und zu gucken, dass wir die Gesellschaft, dass wir unsere Gemeinschaft ein Stück weit besser machen. Sie mit der Kirche natürlich und meine Aufgabe wird es sein, natürlich in die Politik hineinzutragen, aber Politik ist auch immer Bildungsaufgabe. Es ist auch natürlich meine Aufgabe, mit der Gesellschaft hier auch nochmal in den vertieften Diskurs zu gehen. Als ich heute Abend gehört habe, ich darf Grußworte sagen, habe ich mir überlegt, was sagst du? Und dann ist natürlich immer wieder die gleichen Punkte. Wir brauchen die Rehabilitierung nach 175, die vollständige Rehabilitierung. Wir brauchen ein Transsexuellengesetz, das tatsächlich dem Transsexuellen auch gerecht wird. Wir brauchen, meiner Überzeugung nach, mehr denn je, die Aufnahme der sexuellen Orientierung in den Paragraphen 3 und wir brauchen natürlich auch deutschlandweite Aktionsprogramme. Ganz ehrlich, um das von mir zu hören, hätten Sie einfach nur im Wahlkampf hingehen können, das hätten Sie von fast allen gehört, die da waren. Die sind aber auch heute nicht da. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, eine Schirmherrschaft ist etwas mehr als nur das Herunterbeten, das Anträge stellen. Ich habe die Schirmherrschaft nicht übernommen, um mein Parteiprogramm hier oben abzulesen, sondern ich habe die Schirmherrschaft übernommen, weil ich eine ganz persönliche und eine ganz tiefe Überzeugung habe. Wir haben gehört, wir haben alle möglichen Menschen bei uns. Große, kleine, dicke, dünne, schwule, lesbische, auch ein paar Heteros unter uns, Transsexuelle, Intersexuelle, Queere, alles Mögliche. Und ich glaube, das, was uns alle ein Stück weit eint, und zwar jeden Einzelnen von uns, sind die Tage, an denen wir einfach nur ganz normal sein wollen. Und zwar genauso, wie wir sind. Niemand will darüber identifiziert werden, an jedem Tag, was ihn anders macht. Das Wesen einer Gesellschaft ist, dass wir im Kern der Menschenwürde alle gemeinsam ganz normal sind, und zwar genauso, wie wir sind. Und neben allem, was wir rechtlich gleichstellen müssen, ist es immer noch was Besonderes. Wir haben vorhin das wunderschöne Lied gehört, übrigens ein Gruß auch an das Naturtheater in Stetten. Ja, da spielt meine Tochter, die sitzt ja auch, deswegen kenne ich die. Nach allem, was wir vorhin von dem Lied gehört haben, wir wollen keine Schwulen hier bei uns im Haus. Kennen Sie den Spruch, Mensch, ich habe ein ganz nettes Schwulenpärchen kennengelernt? Also ich habe schon viel gehört, aber zu mir hat noch niemand gesagt, Mensch, ich habe ein ganz nettes Heteropärchen kennengelernt. Oder da ist eine Lesbe, die ist eigentlich ganz normal. Okay, das gibt es bei Frauen, da ist eine Frau, die ist ganz normal. Aber tatsächlich, wenn man transsexuell ist, wenn man intersexuell ist, wenn man auf die Straße geht, ich weiß nicht, ich kenne das manchmal sonntagmorgens zum Bäcker, da sehe ich echt nicht hübsch aus, ne? Da will ich einfach am liebsten in der Masse verschwinden. Was passiert, wenn du in der Masse nicht verschwinden kannst, weil die Leute immer nicht das Normale an dir sehen, das sehen, dass du ein Mensch bist, sondern immer dich über deine Unterschiede differenzieren? Was macht es mit dir und was macht es vor allem auch mit der Gesellschaft? Und das ist es, worauf ich meinen ganz persönlichen Schwerpunkt setzen möchte. Ich möchte, dass es viel normaler ist. Und da muss ich mir auch ganz selber an die Nase fassen. Das ist manchmal, wir hatten das Kirche, meine Tochter war vom kirchlichen Kindergarten. Ich habe die Geschichte so unter uns Freunden schon öfter mal erzählt. Ich war Trauzeugin einer schwulen Hochzeit, habe mich gefreut. Meine Hetero-Freunde und die anderen heiraten bei mir irgendwie alle nicht. Und meine Tochter hat sich gefreut, ey, ich bin Blumenmädchen. Da habe ich gesagt, so Sascha, an dem Tag gehst du nicht in den Kindergarten, katholische Kindergarten, die sind manchmal ein bisschen schwierig. Und habe gesagt, geh rein und sag, dass du Blumenmädchen wirst auf einer Männerhochzeit. Aber
wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es ja genau das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will nämlich, dass es ganz normal ist, dass sich niemand mehr Gedanken darüber macht, wer mit dem anderen verheiratet ist. Ich durfte vor 8 Jahren schon mal auf der Gala sprechen, damals in Stellvertretung von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und da habe ich gesagt, ganz im Ernst, meine Grundeinstellung zur Partnerschaft und zur Sexualität anderer Menschen ist, mach, was du willst, solange es nicht mit meinem Mann ist. Das ist eigentlich das, was wir an Normalität wollen. Und wenn ich jetzt mal 8 Jahre zurückdenke, dann denke ich, meine Güte, es hat sich ja in Deutschland doch schon ein bisschen was getan. Na, also man kann jetzt nicht sagen, ich war neulich als Generalsekretär, kommst du ja so ein bisschen rum, und da war ich am Ende der Welt, also Stuttgart, dann hat die Zivilisation aufgehört, irgendwie fließend Wasser und Strom gab es immer noch, und dann gibt es auf der Alp oben einen Kaff. Also bitte von uns, die wissen, worüber ich rede, ihn nicht verpetzen. Das sind so 10.000 Seelen, und da ist tatsächlich ein schwuler Bürgermeister verheiratet, gewählt worden, seit 2 Jahren im Amt, jetzt ganz genau. Und er hat gesagt, weißt du, Judith, es ist doch eigentlich ein Wunder, hier oben, so Armin, das verstehst du nicht falsch, wo der Stock im Arsch eigentlich bei jedem schon eingepflanzt wird bei der Geburt, hier oben, wo ich gegen einen heterosexuellen Mann verheiratet kandidiert habe, da wird ein Schwuler gewählt. Ist das nicht fantastisch? Habe ich gemeint, warum denn? Ah, konservativer als du kann ja wohl keine Hetero sein. Also hat sich was getan. Also die Menschen sehen schon in den Kampagnen. Und selbst auf der Schwäbischen Alb, selbst dort, wo du es nicht vermutest, fängt Toleranz an zu wachsen, und der läuft rum und der geht zu den 80-Jährigen, gratuliert zum Geburtstag, der ist unheimlich viel unterwegs, der macht mit seiner Arbeit übrigens wahrscheinlich mehr als viele von denen, die tatsächlich denken, aktiv zu sein, also ganz toll. Und auf der anderen Seite gucken wir ins letzte Jahr, sehen wir, dass Gewalt an Schwulen, an Lesben, an Trans- und Intersexuellen gestiegen ist. Dass wir auf der einen Seite mehr Toleranz haben und auf der anderen Seite in unserer Gesellschaft etwas wächst, was kein Mensch mit Anstand und Gewissen in Deutschland jemals wieder haben möchte. Und das ist der zweite Grund, warum ich mich dieses Jahr so besonders freue, dass ich die Schirmherrschaft übernehmen kann. Freiheit des Einzelnen, die Möglichkeit, individuell zu sein, das körperliche und seelische Unversehrtsein, eine Gemeinschaft stärken zu können gegen die Angriffe von außen, den Finger drauf zu zeigen, sich schützend vor die Menschen zu stellen und zu sagen, so geht es nicht. Und zwar nicht nur vor denen, die tatsächlich auch körperlich übergriffig werden, sondern auch vor denen, die im Parlament eine Sprache sprechen, die wir in Deutschland nicht mehr hören. Das ist mein Gefühl. Ich hoffe, ich kann in einem Jahr so viel erzählen. Der dritte Grund ist, warum ich hier wirklich besonders gerne bin, weil ich viele von Ihnen kenne und weil es einfach Spaß macht. Es ist, in einer Gemeinschaft zu sein. Das haben Sie so schön gesagt. Sie waren plötzlich in der Minderheit und Sie gehören dazu. Ich sehe es als Aufgabe, genau das umzudrehen, dass wir alle gemeinsam eine Gemeinschaft bilden und dafür gemeinsam kämpfen, dass wir alle normal sind, so individuell wie wir sind, deutsche Gesellschaft offen halten und dass wir dabei nicht griesgrämig wie so manch andere durch die Gegend laufen, sondern dabei auch noch zeigen, dass diese Offenheit Spaß macht. Das ist das, was ich im nächsten Jahr mit Ihnen gemeinsam machen möchte, auf vielen Veranstaltungen, mich natürlich auch politisch aus dem Fenster lehnen und natürlich auch Rechte und Gesetze ändern, aber vor allem möchte ich die Köpfe von den Leuten ändern und deswegen habe ich die Schirmherrschaft übernommen. Ganz unbestritten haben wir in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte ohne Ende hingelegt mit den Höhepunkten im vergangenen Jahr. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und der erste Schritt zur Rehabilitierung und Wiederherstellung von Justizopfern
nach dem Paragraphen 175. Meilensteine in der deutschen Rechtsprechung, definitiv. Wir haben Vielfalt im Bildungsplan verankert, wir haben Sichtbarkeit von Führungspersönlichkeiten und von ganz normalen Menschen auf der Straße, die sich LSBTIQ zugehörig fühlen. Aber aus diesen Erfolgen, die wir feiern müssen, und zwar sowas von feiern, das haben wir hart erkämpft, und vor allem das hat die Community hart erkämpft, mit Unterstützung der Parteien, aber so rum wird ein Schuh draus, nicht die Parteien haben Gleichstellung bewirkt, sondern wir haben sie eingefordert und sie mit der Gesellschaft durchgesetzt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig über viele, viele Generationen. Verbunden mit einem Dankeschön an die Würdenträgerinnen und Würdenträger. Aber daraus erwächst für uns eine kolossale Verantwortung. Nämlich auf dem, noch mal ein bisschen genauer hinzublicken. Und das geht ganz einfach. Schauen wir in die Polizeiberichte. Judith Skudelny hat es gerade gesagt. Wir lesen plötzlich wieder Übergriffe, Gewalt, Mord, nicht nur in anderen Ländern, wie wir es gerade gesehen haben oder auf der CMT kundgetan haben, sondern auch in Deutschland. Wir merken, dass ein Trump in den USA erst vor 2 Wochen ein Gesetz verabschiedet hat, das es Pflegekräften und Ärzten erlaubt, Behandlungen und eine Begleitung eines transsexuellen Menschen abzulehnen. Da werden Menschen klar stigmatisiert. Und das in einem der größten Länder. Wir werden mal schauen, wo die USA im nächsten Jahr beim Gay Travel Index steht. Ob da tatsächlich noch alles grün ist. Das sind Themen, die können uns nicht kalt lassen. An solche Dinge müssen wir uns ranwagen. Dazu gehört natürlich auch, dass Mobbing auf dem Schulhof immer noch tagtäglich ist, dass wir eine überdurchschnittliche Selbstmordrate an queeren Jugendlichen haben. Und das liegt nicht daran, dass sie queer sind, sondern dass es ihnen die Gesellschaft schwer macht, zu sich selber stehen zu können. Das müssen wir klar und offen ansprechen. Und deswegen ist nach der Eheöffnung noch lange nicht Ende der Reise. Diese Bruchlinien zeigen existenzielle Folgen für ihn oder für sie, die als betroffen gelten. Jenseits der Landesgrenzen, wir haben es gerade schon gesagt, beginnt tiefste Finsternis. Wenn dann lesbische, schwule und transsexuelle Menschen als bewusste Ablenkung oder gar als Sündenböcke herhalten müssen, schauen wir uns Ägypten, teilweise auch die Türkei an, nicht selten gepaart mit staatlicher Verfolgung oder gesellschaftlicher Ächtung. Repression und Tod sind hier tatsächlich an der Tagesordnung. Das ist aber natürlich kein Stoff für ein Motto. Wäre ein bisschen arg triste. Vielmehr finden wir spannend, was gerade in Frankreich passiert. Mit Macron. Da kommt eine neue Bewegung auf. Die Gesellschaft bewegt sich. Auch Judith Skudelny hat es gerade gesagt. Gabriele Amand hat es gesagt. Die Landeskirche bewegt sich. In welche Richtung? Werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen und werden das begleiten. Wir hören, was im Bundestag und auch im Landtag oder im Stuttgarter Gemeinderat von manchen Politikerinnen und Politikern ganz am Rande der jeweiligen Plenarsäle gesagt wird. All das bringt Menschen in Wallung. Und das ist eine neue Bewegung, wie wir feststellen. Das ist etwas, dass Menschen plötzlich sagen, mich interessiert, was in unserer Gesellschaft passiert. Dadurch entsteht eine neue Kraft. Diese Gegenbewegung zur Isolation, Ausgrenzung und Abschottung hat zwar noch keinen Namen und auch kein Symbol, aber sie ist als Geist schon greifbar. Die Menschen setzen sich für einen Wandel in der Gesellschaft ein und diesen Wandel müssen wir über Lagerdenken hinaus verinnerlichen. Es geht nicht darum, dass Lesben auf die Straße gehen und sagen, wir müssen etwas verändern und wir müssen für lesbische Sichtbarkeit kämpfen. Viel wichtiger ist, dass der Schwule oder dass der transsexuelle Mann sagt, ich gehe auch für einen Schwulen auf die Straßen. Und noch viel wichtiger umgekehrt, dass wir erstmal in unserer Gesellschaft gemeinsam versuchen, solidarisch zu sein. Und ganz ehrlich, nach der Öffnung der Ehe kamen reihenweise E-Mails von Vereinsmitgliedern, teilweise aus der Community, teilweise von sehr interessierten Pressevertreterinnen und Vertretern, teilweise aus der Bevölkerung,
Naja, ist doch alles erledigt. Wir haben doch nichts mehr zu tun. Lösen wir den Verein auf. So funktioniert's definitiv nicht. Dazu haben wir tatsächlich noch viel zu viel zu tun. Für diese Gesellschaft in Bewegung haben wir nach einer aussagekräftigen Klammer, einer gedanklichen Klammer gesucht für unser politisches Kulturfestival und wir sind fündig geworden. Bevor ich erkläre, um was es da alles geht, bitte ich mal die Technik einfach umzuschalten. Wir gehen nämlich gemeinsam auf eine Reise. Wir gehen auf die Expedition Wir, das Motto des CSD 2018. Und ich sage es auch ganz offen und frei von der Leber weg. Wir hatten eigentlich gedacht, nach dem Kontroversen, und er war wirklich kontrovers für viele Menschen, nach dem kontroversen Perspektivwechsel, machen wir was Einfacheres. Naja, ganz funktioniert hat es nicht, aber wir glauben, wir haben eine zündende Idee gehabt, ohne uns selber loben zu wollen. Wir haben nämlich eins gemacht, wir wollen ein Stück weit über die Grenzen hinwegdenken. Die Grenzen des LSBTTIQ. Und das muss nicht ein Motto für den CSD sein, das kann ein Motto für Deutschland sein. Wir sind gemeinsam auf einer Reise. Diese Reise begann schon vor ganz vielen Jahrhunderten. Also, da muss ich in Stuttgart nur an Karl-Heinrich Ulrichs denken, der auf einem Juristenkongress 1800 schlag mich tot, mittlerweile hat er auch einen Platz in Stuttgart, gesagt hat, die rechtliche Gleichstellung für Urlinge, so hat er Lesben und Schwule damals genannt, muss kommen. 1800 noch was. Berufsverbot, Ächtung, Ausgrenzung, der hat in Stuttgart gelebt. Es war nicht ganz einfach für ihn. Aber diese Reise, die Expedition Wir begann schon ganz, ganz lange. Die hatte Höhen in den goldenen 20ern, die hatte schreckliche braune Tiefen unter den Nationalsozialisten, aber auch in der jungen Bundesrepublik und in der jungen DDR. Dieses Unrecht wurde erst im vergangenen Jahr leicht getilgt. Wir sind auch hier noch nicht ganz am Ende der Reise. Die Expedition Wir hat 1969 einen bahnbrechenden Erfolg erlebt, den man damals gar nicht als Erfolg wahrgenommen hat, sondern als Polizeirazzia. Aber aus 1969 ist etwas erwachsen, wo dann in den 70er Jahren freie Liebe, freie Sexualität und es kann nur besser werden wurde. Und in den 80er Jahren haben wir dann den großen Rückschlag bekommen, die AIDS-Krise. All das gehört zur Expedition Wir. Aber aus solchen Höhen und Tiefen, Höhen, die wir gemeinsam erklimmen und Tiefen, die wir gemeinsam durchschreiten, daraus erwächst eine enorme Kraft. Und diese Kraft gilt es zu nutzen. Und auf diese Kraft müssen wir uns auch ein Stück weit wieder zurückbesinnen. Gestern Abend war im Kunstmuseum eine erneute Führung durch die Ausstellung Patrick Angus. Patrick Angus, ein Maler der 80er, der schwule Chronist des schwulen Lebens in New York. Diese Ausstellung ist einzigartig. 200 Bilder eines schwulen Künstlers, das schwules Leben sehr, sehr plastisch und deutlich und explizit darstellt. Und das nicht im schwul-lesbischen Zentrum Weißenburg. Das nicht im schwulen Buchladen Erlkönig. Das auch nicht im schwulen Museum in Berlin. Sondern in dem öffentlichen Haus des Kunstmuseums in Stuttgart. Ich lege es wirklich jedem ans Herz, es lohnt sich. Und es lohnt sich für mich, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Ich gehe aus jedem Besuch dieser Ausstellung mit neuen Ideen. Ich fühle mich wertgeschätzt, ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, ich bin stolz auf unsere Community. Und das fehlt mir an ganz, ganz vielen Stellen. Das haben wir verlernt. Wir denken zu sehr in Problemen und zu wenig in Lösungen. Und diese Lösungen werden wir, das ist so sicher wie das Amen in der evangelischen Landeskirche, nicht alleine lösen. Wir brauchen Unterstützung aus der Mehrheitsgesellschaft. Einige unterstellen uns ja, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen wollen und schwules und lesbisches Leben verankern wollen auf der ganzen Welt. Bullshit. Sei es drauf, egal. Aber klar ist doch bei dieser Aussage, es geht nicht um die Weltherrschaft, aber es geht um Normalität. Und dazu ist die Expedition Wir eine Blaupause. Eine Blaupause aber auch
für die Zukunft, die von uns noch keiner kennt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit Gleichberechtigung, mit Vielfalt und Offenheit in unserer Gesellschaft. Wir erleben, dass uns das Menschen wieder streitig machen wollen. Von daher wird es umso wichtiger werden, uns als selbstbewussten Teil dieser Community zu verstehen und gleichzeitig auch zu versuchen, gemeinsam etwas in Bewegung zu bringen. Es geht um das Verstetigen von lange, lange hart erkämpften Errungenschaften. Das ist die eine Geschichte. Dass uns keiner mehr die Öffnung der Ehe wegnimmt. Dass uns keiner mehr das Thema Antidiskriminierung abstreitig machen möchte. Dass wir keinen Jota zurückgehen hinter die Formulierungen des löblichen baden-württembergischen Bildungsplans oder auch des Aktionsplans für Akzeptanz und gleiche Rechte, der in diesem Jahr auch wieder besser ausgestattet ist finanziell. Beim letzten Jahr haben wir ja noch ein bisschen rumgemäkelt. 400.000 Euro, ordentliche Geschichte. Vielen Dank an alle, die dafür gekämpft haben. Aber das darf uns auch keiner mehr wegnehmen. Das ist eine wichtige Geschichte. Und es geht um das konsequente Weiterentwickeln. Denn Regenbogenfamilien sind durch die Eheöffnung noch nicht geschützt. Das Abstammungsgesetz muss angepasst werden. Das Abstammungsrecht ist ein ganz, ganz großes Thema. Familien zu schützen. Familien bestehen nicht mehr nur aus Mutter, Vater, Kind. Sie bestehen mittlerweile nicht mehr nur aus zwei Männern und zwei Frauen. Auch zwei Frauen mit Kindeswunsch brauchen einen klaren rechtlichen Rahmen. Den haben sie noch nicht. Denn sie werden, wenn eine der beiden schwanger wird, erstmal als völlig fremde Menschen behandelt. Das ist eine Krux. Die wird aber völlig überlagert vom Erfolg. Und auch das Thema Rehabilitierung von Opfern des Paragraphen 175 ist noch nicht zu Ende ausdiskutiert. Das Schutzalter, das unterschiedlich ist zwischen heterosexuellem und schwulem Sex, das kann nicht bestehen bleiben, daran müssen wir rangehen. Schwuler Sex ist nicht schützenswerter als heterosexueller Sex. Und das muss auch die Rechtsprechung abdecken, ganz klar. Oder aber auch die Frage, was passiert mit der Anrechnung dieser Geschichten? Es gibt schon erste Fälle, die sagen, das wird mir auf mein Hartz IV angerechnet. Da habe ich ein Problem. Darüber müssen wir diskutieren. Und auch die Thematik, dass wir erstmal mit der ganzen Thematik nur die schwule Sicht abgedeckt haben. Was ist mit den lesbischen Frauen, die unter den Nationalsozialisten gelitten haben, die auch in der jungen Bundesrepublik und der jungen DDR Repressalien erfahren haben? Andere Vorzeichen, kein Paragraph des Entlastungs, aber nicht Lösungen zu finden. Und das ist eine Expedition. Denn das wird der Bundesjustizminister ganz stark prüfen wollen. Auch transsexuelles Leid unter den Nationalsozialisten, es ist nirgendwo dokumentiert. Und über Transsexualität, Thema TSG, bundesverfassungsgerichtswidrig, ein großer Erfolg letztes Jahr, das Thema drittes Geschlecht, aber gleich der Rückschlag. Die psychiatrische Begutachtung wird höchstrichterlich festgestellt, wird zumindest nicht als illegitim wahrgenommen. Das sehen aber die Betroffenen völlig anders. Und das müssen wir angehen. Und auch das ist eine Expedition wir. Das heißt, neben dem Verstetigen unserer Erfolge gilt es, eine konsequente Weiterentwicklung anzunehmen und den nachhaltigen Schutz und auch teilweise die klare Verteidigung des gesellschaftlichen Wandels hin zu Offenheit, Gleichberechtigung voranzubringen. Wichtig ist, die Expedition Wir ist für uns eine Klammer. Sie ist nicht ausdiskutiert, sie ist nicht ausformuliert. Das ist mit Verlaub auch nicht die Aufgabe des CSD Stuttgart, nicht des ehrenamtlichen Orga-Teams, sondern wir sind gefordert, mit allen gesellschaftlichen Akteuren, mit allen vertretenen Parteien, mit allen Menschen in der Gesellschaft die Expedition Wir gemeinsam zu formulieren. Expedition Wir heißt nicht, LSBTIQ sagen, was wir wollen, sondern wir als Gesellschaft, als Homos, als Heteros, als Große, als Kleine, als Dicke, als Dünne, als Alte, als Junge, all diese Menschen müssen sich gemeinsam über die Zukunft austauschen und müssen gemeinsam den Wandel begleiten. Denn völlig klar ist, dass unsere Themen
genau die gleichen Themen sind, die große und die kleine Politik beschäftigen. Wenn wir über das Thema Familienplanung und Eheglück sprechen, über Beruf und Alltag, Gewalt und Diskriminierung, Inklusion und Teilhabe, Alter und Pflege, Identität und Gemeinschaft, Fluchtursachen und Integrationsbemühungen, Erinnerungskultur und Zukunftsängste. Immer dann sind wir gemeinsam gefordert. Nicht wir als LSBTIQ-Community, sondern wir müssen das große Ganze denken. Und das ist der Aufruf, das Aufbruchsignal der Expedition Wir, die wir gemeinsam angehen müssen. Auf diese Reise laden wir euch ein, und mit euch meine ich, liebe Regenbogen-Community, Arsch hochkriegen, zu Veranstaltungen gehen, sich einbringen. Und es ist eine Einladung an die Mehrheitsgesellschaft, unsere Themen nicht als schmückendes Beiwerk abzutun, unsere Themen auch nicht als verzichtbar abzutun. Solange es eine einzelne Person gibt, die in Deutschland aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts diskriminiert wird, haben wir noch Aufgaben vor uns. Die werden wir mit der Expedition Wir diskutieren und ihr und sie sind eingeladen. Gleichzeitig wollen wir natürlich die Expedition auch mit Leben füllen. Ingo kommt auch noch mal kurz auf die Bühne. Wir haben so kleine, schöne Platten produzieren lassen mit der Expedition Wir. Und hier drüben gibt es ein wunderbar rotes Sofa. Laura, extra für dich. Da stehen nachher Fotografen von uns. Oder ihr macht ein Selfie vor dem CSD-Logo mit dieser Geschichte. Bittet irgendjemand, das Ding zu halten. Postet es. Tragt die Expedition Wir in die Welt. Das ist ein Auftakt. Ein weiterer Auftakt, es gibt drüben Reisegepäckstücke, Koffer. Die haben wir beklebt mit Informationen. Auch der Koffer von Gabriele Arnold, die unserem Aufruf im Vorfeld schon gefolgt ist, werden wir dort ausstellen. Das wird das Motiv des diesjährigen CSDs. Wir wollen Koffer bekleben mit Ländern, die Diskriminierung haben, mit alten CSD-Mottos, mit aktuellen Forderungen. Wir wollen vielleicht auch euer Konterfei mit draufpacken. Ihr erinnert euch an die Akzeptanzkampagne vor 3 Jahren. Da haben wir in den Fotoplanet eingeladen. Das tun wir dieses Jahr wieder. Macht ein Foto mit der Expedition Wir. Tragt sie in die Welt, füllt sie mit Leben. Wir haben euch das Aufbruchssignal gegeben. Wir stehen euch als Sparringspartner zur Verfügung. Ihr solltet, müsst, könnt, dürft es mit Leben füllen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, möchte am Ende dieses Abends ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an das grandiose CSD-Orga-Team abgeben, an unseren dreiköpfigen Vorstand Brigitte Weigel, Erna Melbier und Thomas Schmidtmann und an über 20 ehrenamtliche Kräfte, die am Infostand stehen, Backstage stehen, die Homepage umgearbeitet haben und auch an der Bar für euch da sind. Ich möchte Danke sagen an all diejenigen, die Flagge zeigen auf der CSD-Community-Wand und damit den CSD unterstützen bei der Finanzierung, aber auch beim Flagge zeigen. Ich sage ganz herzliches Dankeschön an die Technik, Nico und Howie, an unsere Fotografen und alle, die diesen Abend möglich gemacht haben. Und an euch, denn ihr seid die Expedition Wir. Finale! Living without